Hallo, liebste Freunde der guten und entspannten Unterhaltung und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Fabledom von mir, dem nicht ganz so entspannten Huber hier auf HubeTube. Holt euch nichtsdestotrotz was Leckeres zu essen, was Kühles zu trinken und habt vor allen Dingen Spaß dabei zuzusehen, wie unser kleines Städtchen mittlerweile weiter prosperiert. Springen also rein. Machen zweifache Geschwindigkeit und stellen fest, dass wir WhatsApp noch nicht geschlossen haben. Das haben wir jetzt hiermit einmal nachgeholt. Hopp, hopp. Nur am Springen, sorry. Einmal mit Profis. Ja, warum nicht ganz so entspannt? Will euch gar nicht langweilen und die Ohren vorheulen. Aber Arbeit. Arbeit, Arbeit, Arbeit. Boah, die Lager hier sind ganz schön voll. So, ein Gehöft hatten wir nochmal gebaut. Wir sind mit über 70 da ganz gut am Stissel. Essen wird jetzt natürlich immer weniger. Wir haben ein Weltereignis. Euer Gnaden, wir haben kürzlich unser eigenes Reich aufgrund der entsetzlichen Bedingungen, unter denen wir zu leiden hatten, verlassen. Wir hoffen, uns bei euch niederlassen zu können. Jedoch könnten wir ein paar Münzen gebrauchen, die uns den Neuanfang erleichtern. Okay, 120 für zwei Landsmänners. Oh, weiß ich nicht. Also eigentlich kommen doch gleich von selber welche, oder? Würde ich also mal lassen. Da bin ich jetzt assi. Sag euch, wie es ist. Hier kommt demnächst ein Kaffeechen hin und ich würde, um ehrlich zu sein, die Münzen lieber sparen wollen, um hier gleich nochmal so ein hübsches Wohnkomplexchen hinzubauen. Eine neue Begegnung. Wie sehe ich die? Wie sehe ich die? Finden. Ach da, oh. Gesandte Wichtel. Okay, Held. Boah, wo steht denn der? Da. Geh mal hin da, Held. Geh mal hin da. Okay, Docke. Oh nein, die fühlen sich krank. Das ist ja gar nicht gut. Ich glaube, wir lassen es jetzt ein bisschen laufen. Warten ab. Und schauen gleich, was so passiert. Wie gesagt, ein bisschen Münzen wollte ich noch sparen, damit wir hier gleich nochmal so einen Komplex hinbauen können. Schmied wurde fertig gebaut. Nachricht wurde an Ferrer übermittelt. Hoppala. Das sind Landmänner jetzt und keine Bürger. Boah, Alter, jetzt kommt hier alles auf einmal. Endlich haben wir euch gefunden. Wir sind weit gereist, um jemanden um euren Rat und Hilfe zu bitten. In letzter Zeit werden wir Wichtel für alle möglichen Gräueltaten der Goblins verantwortlich gemacht. Könnt ihr uns dabei helfen, das richtig zu stellen? Boah. Okay, 10 Edelmut wäre schon geil. Boah, guck mal, ey. Nur 5? Dann sind wir halt wieder kohletechnisch, ne? Ach, Mann. Ja, egal. Ich habe Bock gerade auf das Edelmut, um ehrlich zu sein. Den Edelmut. Whatever. Die heißen wir auch mal willkommen. Und was ist hier los? Den ist kalt, ne? Ja, aber wir haben ja tendenziell genug Kohle. Ist halt scheinbar nur da noch nicht angekommen. Was soll ich machen? Bringt's halt dahin, Mann. So, unser Einkommen ist da. In Ordnung. Ich wollte einmal gucken, wie es denn jetzt oben unsere ganzen Arbeitsplätze so steht. Oh, Alter. Der Schmied zum Beispiel hat gar niemanden. So. Hab gut abgezwackt, so, ne? Also, wenig ist hier voll besetzt, um ehrlich zu sein. Das ist natürlich ein wenig schwierig. Auch keine Arbeitslosen jetzt mittlerweile so verfügbar. Boah. Bringt da jetzt Kohle rein, Mann. Der trägt Eisen. So, das heißt, der Schmied wird dann demnächst auch mal Waffen machen können. Stimmt, wir hatten hier auch schon so Bogenschießanlage und so ein Krimskrams, ne? Das war auch das, was wir so gemacht hatten. Hier ist auch ein bisschen was verfügbar an Wohnplätzen. Die bringen nochmal Ziegelsteine dahin, sehr gut. Boah, Alter, wir haben einfach gar kein Gemüse mehr. Crazy. Was ja auch zwingt mal, bräuchten wir nochmal mehr Mühlenzeugs.
Also nochmal eine Windmühle. Und vielleicht nochmal ein Bäcker. Ist halt weit weg so, ne? Aber nutzt erstmal nix. Und dann direkt nochmal ein Bäckerchen dahinter. Hat auch einfach kein Stein mehr, ne? Wobei doch, stimmt ja gar nicht. So viel dazu, dass wir Geld sparen wollen. Labarababa. So, und ins Café können wir halt auch keinen reinstellen, weil wir da niemanden haben werden, der da arbeiten kann. Boah, Leute. Hier fällt einem ständig auf, dass irgendwas fehlt. Das ist belastend. Dreifache Geschwindigkeit spielen jetzt hier. So. Baumenü raus. Schuftet. Wirklich mal ein bisschen laufen lassen. Ja, Kohle haben wir ja auch noch, aber die sind jetzt zum Beispiel auch nicht mehr am Frieren, das ist gut. Hier unten sieht das auch in Ordnung aus. Da wird zurückgebaut. Und gleich, wenn der Winter vorbei ist, wieder aufgebaut werden kann. Komm halt her, du Landmensch. Wenn es nur einer ist. Jetzt sieht das aber auch schon wieder besser aus irgendwie. Den Arbeitsplätzen. Feini, feini, fein. Weltereignis als einfacher Händler. Oh, sehr gut. Getreide gegen Brot. Getreide haben wir einen Arsch voll noch. Das ist super. Also mache ich das gerne. Hinder. Und was haben wir noch? Winterberater ist heute im wahrsten Sinne des Wortes noch eisiger als sonst. Das wird aber wirklich hart. Wir müssen noch mehr Kohle organisieren. Boah. Steht 300. Boah. Aber ja, jetzt ist Frühling. Das heißt, der Winter ist gleich vorbei. Aber die Frage ist halt, will ich jetzt nochmal einen Kohlemeiler machen? Also ob wir es lieber brauchen oder wollen die das wohl? Guck mal, jetzt tragen die Kohle wie blöd. Überall hin. Weiß jetzt noch nicht, ob ich das auch nochmal machen soll. Vor allem wenn, dann wohin? Hier haben wir auch nochmal einen Kohlemeiler. Boah. Okay. Ressourcenproduktion. Kohlemeiler. Bitter eigentlich, aber gut. Das heißt, wir brauchen auch schon wieder neue Gehöfte und so. Weil ansonsten haben wir wieder nicht genug Leute, die da arbeiten. Und die Kohle geht weg und weg und weg. Ohne fucking Ende. Und wir schaffen es nicht, mal vernünftig hier in die neuen Sachen auszubauen. Das ist ein bisschen belastend. Ich glaube, wir werden noch ein weiteres Gehöft brauchen. Minimum. Boah, das ist schon wieder alles Kohlemeilermäßig, ne? So. Die habe ich mal gebraucht für jetzt noch diejenigen, die wir da so gemacht haben, die halt Bäcker und Windmühle sind. Steht übrigens schon die Windmühle. Holy crap. So, und jetzt können wir schon wieder nicht hier Leute mitnehmen. Ah, dafür haben wir nämlich nicht genug. Mann, oh Mann, oh Mann. Es wird halt eine Weile noch brauchen. Jetzt wird das Gehöft schneller gebaut, weil näher da. Ja, halt abweisen, nutzt nichts. Oder Kohlemeiler steht jetzt zwar auch, aber wir haben keine Peoples, die da arbeiten, Mann. Ist das belastend. Das Café braucht ziemlich lange, einfach wahrscheinlich, weil wir gerade keine Ziegelsteine haben in der Produktion. Wir haben mittlerweile ohne Ende Eisen. Boah.
braucht halt Kohle und Eisen, der Hund, ne? Das ist schon sehr bitter. Sehr, sehr bitter, bin ehrlich. Schweinezeugs haben wir aber auch. Da wird unterhalten. Mit 534 könnte man doch mal wieder schauen, ob wir so einen Wohnkomplex bauen können. Oh, dieses 3x3 macht einen halt fertig, ne? Tu es. So, das Café ist fertig. Jetzt haben wir halt, wie gesagt, keinen Bürger, der hier arbeiten kann. Das dauert noch eine Weile. Im Krankenhaus haben wir 3. Ich weiß nicht, ob das eine zu viel ist vielleicht. Wir machen es einfach mal, damit hier im Café jemand arbeiten kann. Oh, die brauchen halt auch wieder so viel Zeugs, ne? Alter Schwede. So, und die Windmühle hat noch keinen, der hier schuften könnte. Und die Bäckerei erst recht nicht. Ist aber ganz gut jetzt, dass hier eine Bäckerei ist, weil die brauchen halt auch Brot schon wieder. Fische ist so das Einzige, glaube ich, was wir gerade sehr im Überfluss haben. Alter, wir müssten gleich wieder abweisen, ne? Weil die es nicht hinkriegen, die Dinger da zu bauen. Weil wir hier vielleicht Glück haben. Boah, der trägt halt ein Holz, ne? Wir haben schon wieder Holznotstand! Ich weiß nicht, ob wir zu schnell gewachsen sind oder zu langsam oder zu ineffizient. Wahrscheinlich eine Mischung aus allem, insbesondere ineffizient. Aber Leute! Das zweite Mal hintereinander, dass wir abweisen müssen. Das ist natürlich echt bitter. Meine Freundin aus der Kindheit kann mit den fliegenden Schweinen im Reich sprechen. Das ist zwar süß, aber sie hat es etwas übertrieben und jetzt viel zu viele Schweine zu Hause. Habt ihr Interesse? Ist eine Schweineherde erscheinen. Ja. Brauchen wir das so doll? Ich glaube aktuell irgendwie nicht. Wird sich vielleicht als Fehler entpuppen, weiß ich noch nicht. Aber gerade bin ich so irgendwie der Meinung, brauchen wir das nicht zwingend. Taverne. Boah, da wird halt auch viel Zeugs gebraucht, so, ne? Ach, hier muss ja gleich richtig gut gehen, wenn wir ein Café und eine Taverne haben. Holy. Boah, denen geht's auch richtig gut hier im Gehöft. Apropos, ey, werden die anderen hier mal fertig? Der braucht nur noch ein Holz, gut. Wir haben nur noch 2, das heißt, wir haben gleich 2. Hier geht auch nochmal was. Und wir haben ein Ereignis. Es ist endlich an der Zeit herauszufinden, welches Königreich das schönste ist. Ah, okay. Unter 9 Reichen. Ja, wir kriegen ein bisschen Münzen, weil wir jetzt nur noch Vorletzter sind. Stabil. So, da ist das Gehöftchen fertig. Eine Hundehütte und ein Plumpsklo. Ja, auch Steinvorkommen, das wir dann verschwenden müssen. Nochmal ein Gehöft. Jetzt werden sie alle auf einmal fertig. Gut, gut, gut. Habt ihr auch Wasser und so? Ja, habt ihr. So, das heißt, wenn der nächste Schwung kommt, können wir zumindest die Windmühle, die Bäckerei und vielleicht den Kohlemeiler nochmal mit Leuten versorgen. Ist ja nochmal ein Gehöft, das irgendwie fertig gemacht werden soll. Oh, der Schmied ist gerade so am... nicht beeinflussen negativ, ne? Auch nochmal Industriegebiet. Super. Jetzt die Frage, was am wichtigsten ist. Ich glaube, jetzt schon mal für den Winter vorsorgen, irgendwie ist nicht verkehrt. Und dann mit dem nächsten Schwung dann Windmühle und Bäckerei jeweils. Okay, und wow, hier wird ja jetzt auch krass gebaut. Das Wohnkomplex ist auch zeitnah fertig. Und dann werde ich schon wieder zu wenig. Oh, Abwasserkanal fehlt denen jetzt schon wieder.
Ordnung. Zum Glück steht das dann da gleich. Okay, dann kann das Krankenhaus auch wieder voll besetzt sein, aber danach weiß ich noch nicht so jobtechnisch, was die da so machen werden. Bei unserem letzten Treffen haben wir ein Omelett mit Schweinefleisch gemacht und es war einfach köstlich. Wir wollen auch den Rest der Bevölkerung damit beglücken. Aha. Oh, 30 Eier, das kriege ich nicht hin. Ich hoffe, dass ich da irgendwie ja noch gar nichts in der Richtung so richtig habe. Boah, nur noch 46, ne? Wir verarmen, sag ich euch. Und halt zu teuer. Boah, was sie hier alle so rauchen, ey. Tschüss. Tschüss. So. Bogenschütze. Keine verfügbaren Fäblinge. Ja. Festungsanlagen, Militär. Mal sehen, wann das nochmal interessant werden wird. Puppentheater. Warte, was stand da? Haben wir sowas schon? Nee, null. Dann machen wir doch mal eins. Drehen, drehen. Wie das besetzt. Ach so, wegen diesem kleinen Kackbäumchen da, ne? Oh, wie dämlich habe ich mir denn das da verbaut? Oh. Ach, keine Bürger, die hier Bock haben auf uns. Wahrscheinlich wegen, weil hier was fehlt oder so. Puppentheater. So. Yay, Puppets! Okay, wild, Macker, wild. Noch steht's auch gar nicht, ne? Davon ab. Oh, da war doch wieder 30 Holz. Also diese Holzbretter. Oh, jeez. Und großen Hühnerstall haben wir gefühlt auch noch gar nicht. So auch immer, dass das Gebiet unattraktiv macht. Na, warte. Ups. So, wieder über 50 in den Münzen, immerhin. Was trägst du so? Schweinefleisch. Wohin, warum? Eingang zum Innenhof. Ein kleines Stadthäuschen. Was fehlt dem? Wegen dem Gehöft. Ach, die Gehöfte machen das wiederum unattraktiv. Oh, die Schweine. Verstehe. Okay, das wusste ich nicht. Macht gleich 20 weg, ne? Wie crazy. Also das Puppentheater wird da entsprechend wichtig sein. Holzfäller berichten, dass einer von ihnen versehentlich auf eine Fee getreten sei. Das kleine Ding war sehr verängstigt und verletzt. Ba-ba-ba-ba-ba. Aha. Eine Wälder. Ja, deswegen halt Edelmut, ne? Deswegen halt Edelmut. Länger mal nicht geguckt wegen unserer Arbeitsgedönse hier. Oh, der Wohnkomplex. Ach du Schande. Oh, die sind alle so weit weg, ne? Ist schon besser. Nicht ganz so weit weg. Okay. Aber irgendwie kommen die ganzen Landmännermenschen nicht hierher. Der Wohnkomplex steht zwar, aber die kommen nicht. Wahrscheinlich ist das wegen hier. Oh, Alter. Höhere Prio immer geben dem Ding. Zumindest haben wir gleich wieder viele Münzen. Dann können wir mal überlegen,
unserem Gio vielleicht mal wieder was zuzuschustern. Damit er uns weiterhin lieb hat. Boah, da guck mal, ey, wir haben halt echt gut Plätze. Und bei einem weiteren sind wir eine Mittelstadt. Das finde ich nice. Sollte im nächsten Schwung ja eigentlich sogar möglich sein. Wenn es nicht, wie gesagt, ein bisschen fuchst und wurmt, dass die ganzen Landmännermenschen hier nicht ankommen. Ha. Auch schon wieder so ein bisschen Sorge wegen Essen, weil das Gemüse ist ja wirklich runtergedroppt. Vorhin mal kurz. Fast sagen. Bis dahin mal was bauen. Und dann mal überlegen, ob wir hier nochmal ein Bauernhöfchen machen. Wir sagen muss, dass hier eigentlich sehr viel Holz ist. Eigentlich müsste man hier nochmal so ein Holzfällerlager hindübeln. Und hier auch so ein bisschen Industriegebiet draus machen halt. Stadthaus wurde fertig gebaut. Und dann, ja, wirklich holzig, so in Anführungsstrichen, das Gebiet. Wenn wir jetzt uns hier eine Straße bauen, könnte man hier gleich nochmal eine Farm machen. So, jetzt sind wir nämlich eine Mittelstadt und könnten eine Botschaft, eine Bank, eine Arbeiterzunft, eine Mauer machen, eine mystische Mine. Generiert Reichtum. Ach, Wahnsinn. Boah, das war jetzt mal richtig auch der Goldschwung. Hm. Nichtsdestotrotz. Was war das? Eine neue Begegnung, okay. Machen wir gleich. Möhren haben wir, glaube ich, noch nicht. Bauen wir. Weltereignis. Boah, wir haben nicht genug. Deswegen verlieren wir Edelmut. Was ein Schund. Kein Brunnen, ne? Bauen wir erstmal einen Brunnen. Dann nochmal ein Gehöftchen. So, das Holzfällerlager ist schon fertig. Ach du Schande. Das ging ja schnell. Boah, der ist halt leider weit weg. Dann lassen wir das lieber. Erweiterung. Förster. Rinder. Und hier können wir gleich nochmal gucken. Krankenhausfenster jetzt natürlich kein. Da haben wir dann zumindest 3 von 3. Und dann schon wieder kein verfügbar. Ja, moin. Stadthaus wurde fertig gebaut. Hier geht auch einfach einiges. Und jetzt haben wir ja auch so neue Dinger, ne? Ressourcenproduktion. Unverzichtbar. Oh, eine Bank. Beschäftigt 3 Bürger. Ja, würde ich mal fast sagen. Rinder. Dich nehmen wir auch noch auf. Botschaft. Oh, 500 einfach, krass. Beschäftigt 4 Bürger. Arbeiterzunft. Boah. Egal, schon mal hin da. Die Bürger schön Arbeitsplätze kriegen hier. Oh, nur noch 34, ne? Das ist schon crazy. Wie doll das teilweise einfach schwankt. Okay. So, was sagt der hier? Warum?
So, wahrscheinlich einfach, weil er keinen Dingsenbumsen hat. Kein Oberhaupt, aber die kommen halt nicht. Ist dann halt wirklich die Frage, wie wir es schaffen, dass die kommen. Die Säcke. Wir haben gerade wirklich so ein sehr stagnierendes Weichleinchen. Boah, 200, damit zwei Bürger kommen. Okay. Nutzt alles nix. Scheinbar brauchen die ein bisschen Money Money. Können wir jetzt zumindest auch hier. Da ist schon einer drin. Ach, gehen die dann da automatisch rein? Oh, und wieder Winter. Aber... okay, sind jetzt halt im Wohnkomplex. Soll ich dir sagen? Jut, jut, jut. Liebe Leute. Wie immer danke ich herzlich fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Es stagniert, wie gesagt. Das habe ich jetzt das eine oder andere Mal schon erwähnt. Nicht doof, aber irgendwann ist bestimmt der Break-Even-Point und dann kriegen wir auch mal diese ganzen adligen Dudes hin. Von dem her, es geht ja voran. Auch wenn nur meines Erachtens zu langsam. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.